Das habe ich ja schon, was unheimlich. Ja, mit sowas kann ich leben. Also das ist, gibt Schlimmeres als wie so eine positive Serie. Also ist schon toll, aber natürlich, wenn man es Revue passieren lässt und man sagt nach dem dritten, vierten Spiel, wo man gewinnt, ach ja, wenn wir jetzt noch ein paar Spiele dranhängen, ist es gut. Aber das Gute ist, dass wir uns damit nicht so beschäftigen. Ja, das zeichnet heute die Mannschaft aus, dass sie nicht dran nachdenkt, ja, was haben wir jetzt schon geleistet, sondern wichtig ist, was wir noch leisten werden. Und ja, das zeigt sie immer Woche für Woche bis jetzt. Und ja, ich denke, sie weiß genau, dass nur so geht und nicht anders. Haben wir gegen wen jetzt gesehen? Ja, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit kommt man das dann, ist aber auch normal, weil der Gegner natürlich auch noch alles versucht und die sehr gute Qualität haben. Aber wenn wir da noch hinkommen, dann noch mehr einfach Ballbesitz haben und das entscheidende Tor zu machen gegen so eine Spitzenmannschaft, dann haben wir uns wieder ein Stückchen gesteigert insgesamt. Ja gut, wir wollen es ja gar nicht wegschieben. Ich meine, wir nehmen das ja gerne auf und so. Das macht man auch. Man will ja auch Erfolg haben. Ja, und das ist doch ganz normal, dass das Interesse steigt. Aber ja, ich glaube, die Spieler nehmen das positiv auf. Und wie gesagt, wir haben auch erfahrene Spieler in der Mannschaft, die wissen da schon mit umzugehen und denken auch, können auch die jungen Spieler da in der Richtung hin beeinflussen, dass sie einfach ja, sich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und das ist der nächste Gegner. Und von dem her, denke ich, sind wir da ganz gut aufgestellt und wissen da gut mit umzugehen. Wir wissen auch, wie schnell das andersrum ist. Von dem her sehe ich da jetzt oder merke in der Mannschaft jetzt da kein Problem, dass da irgendwie irgendwas Leichtsinn einkehrt oder sonst was. Also die Vorbereitung diese Woche war auch wieder konzentriert. Und ja, ich denke, wir wissen alle, wie eng die Spiele sie immer sind und was für Kleinigkeiten das hängt. Und wenn man nicht 100% konzentriert ist, dann wird es auch mal anders laufen. Ja, wir haben die natürlich schon beobachtet und ja, stehen zu Recht da oben auch. Treten auch als Mannschaft auf, als Team, wobei sie natürlich da so die Torschützen da ein bisschen stärker rauskristallisiert haben mit Schweinsteiger und Klaus, aber die heute halt enorm stark bei Standard sind durch ihre großen Spieler. Ja, und kommen auch vom Teamgeist und konnten auch unbeschwert aufspielen jetzt. Müssen wir mal sehen, wenn sie jetzt da oben weiterstehen, wie es dann aussieht. Ja, sie hatten ja schon mal so einen Einbruch im Oktober, da müssen wir mal abwarten. Aber ich denke, sie haben jetzt guten Fußball gespielt und sind zu Recht da oben. Und wie gesagt, auch zu Hause, haben schon lange kein Spiel mehr verloren. Ja, wie wird immer, ganz, ganz harte Aufgabe in Regensburg. Und gut, wenn wir alle wieder an unsere Leistungsgrenze gehen können, die ganze Mannschaft, dann bin ich mir sicher, dass wir Punkte mitnehmen. Sonst wäre es natürlich wahnsinnig schwer.